Heute zeige ich dir einen Weg, wie du lästige Störgeräusche deiner Soundkarte loswerden kannst. Das Zauberwort heißt Masseschleife. Ich zeige dir den iDefender von iFi und mache damit außerdem einen Vorher-Nachher-Test. Nachdem ich vor einigen Wochen meinen Arbeitsplatz-Makeover beendete und endlich meine Studiomonitore an mein Audio-Interface angeschlossen hatte, kam die große Überraschung. Es rauschte und knisterte wie verrückt. Kurz gegoogelt und schon fand ich heraus, dass die Ursache eine Masseschleife sein könnte. Diese tritt auf, wenn zwei Geräte an dieselbe Erdung im Stromnetz angeschlossen sind. In meinem Falle sind aktive Monitorlautsprecher mit der gleichen Steckdose wie der Computer verbunden. Da das Audio-Interface aber Strom vom PC bezieht, kommt es so zwischen Lautsprechern und Soundkarte zur Masseschleife, die sich in einem beeinträchtigten Audiosignal äußert. Nochmals gegoogelt habe ich den iDefender von iFi gefunden, der mit einer externen Stromquelle betrieben als sogenannter Ground Loop Breaker verkauft wird. Er unterstützt USB 3.0, was laut iFi eine günstigere interne Verkabelung bereitstellt und eine bessere Datenrate gewährt. Es gibt solche Geräte auch zu verdächtig günstigeren Preisen, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen und in meiner Audiokette keine Schwachstelle provozieren. Und so habe ich den USB-Stick nicht für 60 Euro neu, sondern 30 Euro gebraucht bei Kleinanzeigen ergattert. Da meine Soundkarte ihren Strom via USB bezieht, muss ich den iDefender zusätzlich mit einem extra USB-Netzteil speisen. Ansonsten wird er einfach zwischen Soundkarte und PC in einen USB 3-Port eingesetzt und das war's dann auch schon. Problem gelöst. Ein Link zum iDefender findest du natürlich in der Beschreibung. Aber hier nun der Vergleich mit und ohne. Die Aufnahme ist natürlich auf 0 dB normalisiert und somit scheint das Grundrauschen der Lautsprecher exorbitant. In Wirklichkeit ist dieses jedoch kaum wahrnehmbar. Man hört aber eindeutig, dass die Störgeräusche verschwunden sind. Das war's mit meinem Review zum iDefender. Hat dir das Video gefallen und ist Recording und Audio dein Ding, hilft dem Kanal jeder Like und jeder Kommentar. Und mit einem Abo verpasst du auch in Zukunft keine neuen Videos mehr.